Hallo Leute, heute hier mal ein ernstes Thema und zwar Hilfsmitteln bei Prüfungen. Und das ist ein Thema, das mich schon seit jeher umtreibt, also selbst wie ich noch Student war, respektive bin ich es immer noch, zu jetzt, also auch auf der anderen Seite, also wo ich Prüfungen erstelle für Studenten. Es ist ein Thema, was ich nicht verstehe. Warum schränkt man? Also das ist eigentlich dieses Fehler. Ich verstehe es nicht. Warum schränke ich Hilfsmittel ein in der Prüfung, die später im Leben hergenommen werden dürfen? Also einfachstes Beispiel. Wenn ich heute sage ich mal, irgendwas Kompliziertes berechnen muss. Und ich muss die Formeln mir sozusagen auswendig lernen, irgendwelche edlen Formeln muss ich auswendig beherrschen, und um sie dann hinzuschreiben. Und da bekomme ich dann einen Punkt drauf und muss dann ausrechnen. Später im Leben habe ich doch auch, also wenn ich irgendwo später ein ingenieursmäßiges Problem habe, dann habe ich doch auch alle Hilfsmittel, die ich brauche oder die es gibt, darf ich verwenden. Da heißt es auch nicht, nein, 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 Sie dürfen jetzt nicht in diesem Fachbuch nachschlagen. Das ist verboten. Wird doch kein Firmenchef das sagen, da dürfen Sie nicht nachschlagen. Und eins kommt dann auch dazu, wenn ich sozusagen die Prüfung sozusagen ohne Hilfsmittel, also nur einen Stift und einen Taschenrechner zulasse. Und dann wird die Prüfung aber auch anders da, als ob ich alles zulasse. Weil wenn ich nämlich nichts zulasse, frage ich ja in der ersten Regel schon mal einen großen Teil dieses sogenannten Bulimiewissens ab. Also auswendig lernen, hinschreiben, auswendig lernen, hinschreiben, auswendig lernen, hinschreiben. Tabelle auswendig gelernt, schreiben wir hin. Aber das sogenannte Transferwissen, was ich sage, wo man irgendein Problem bekommt, und dann muss man dieses Problem irgendwie lösen. Und man hat schon irgendwelche, wie soll ich sagen, Ideen schon sich erarbeitet in der Vorlesung zu Hause, wie man das lösen kann. Und jetzt hat man das aufgeschrieben, zum Beispiel Lösung für Problem A, Lösung 1, Lösung 2, Lösung 3. Kann man irgendwie so hernehmen. Und dann muss ich aber diese Lösung 1, Lösung 2 auswendig gelernt haben. Also ich fokussiere mich auf das Auswendiglernen. Ja, okay. Und darf das aber nicht mitnehmen. Das verstehe ich nicht, Leute. Das verstehe ich nicht. Bei meinen Prüfungen alles zu alles, alles dürfen die Leute mitnehmen. Und ich würde sogar Internet den Leuten noch erlauben, wenn sie nicht untereinander kommunizieren können. Weil sonst kann man ja nicht mehr eine Einzelbewertung machen. Aber deswegen verstehe ich das nicht. Warum keine Hilfsmittel für irgendein Fach? Ja, warum soll er das Buch nicht mitnehmen? Wenn ihr zu der Frage weißt, dass es hier auf Seite 5 steht, später im Leben kann er auch dieses Buch mitnehmen und darf dann, was weiß ich, die Berechnung durchführen mit dem Buch. Das heißt auch nicht, darfst das Buch nicht aufschlagen. Also das ist ein Thema, ich verstehe es nicht, Leute. Vielleicht wisst ihr den Grund, warum ich irgendwelche Sachen auswendig lernen muss und dann hinschreiben soll. Dass mir nichts bringt. Also das ist, ja, ich sage immer wieder, die Hochschulen, Universitäten sollen aufs Leben, aufs Arbeitsleben, auf spätere ausbilden und nicht auf das auswendig Gelernte. Hey, ich habe auswendig lernen können, ich bin der Beste. Super, hast du die Tabelle ausgelernt. Jetzt weißt du alle Dichten, alle Leichtfähigkeitswerte, whatever. Weißt du jetzt auswendig. Und wenn ich es dann genau wissen will, bist du dann noch sicher? Nee, weiß ich nicht. Muss ich nachschauen. Ja, was machst du? Handy raus, nachschauen. Was ist die Dichte von Blei? Ja, googelst es. Warum soll ich Tabellenwerte? Leute, Tabellenwerte. Warum soll ich die auswendig lernen? Das ist ja, weil da kommt, jetzt kommt wieder die Gegenpartei, Leute. Die Gegenpartei, die sagt dann wieder, ja, aber er soll doch ein gewisses Grundverständnis für die Materie haben. Und wenn er das schon mal auswendig gelernt hat, das, was er sich, die Blei hat die Dichte, Aluminium hat die Dichte, dann weiß er ja das. Leute, wenn ihr eure Prüfungen so auf so einem Level stellt, dass er so wenig selber denken muss,
Das soll schon, also ihr müsst die Prüfungen anspruchsvoll stellen, die Leute dürfen alles mitnehmen und dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Kann er mit den ganzen Hilfsmitteln das Zeug bewältigen? Da dürft ihr gern Knackerfragen reinschmeißen. Das ist auch richtig so, Knackerfragen. Später im echten Leben gibt es ja auch Knackerfragen und nicht auswendige Lernfragen. Kommt jetzt nicht ein Kunde und der sagt dann, ja, so, Sie hatten jetzt 4 Wochen Zeit, diese Aufgabe zu machen und jetzt sagen Sie mir mal die spezifischen Widerstandswerte von den ganzen 10 verschiedenen Wirkstoffen und zwar auswendig runter. Das ist ja auch ein Schmarrn, Leute. Dieses Grundverständnis nimmt man mit. Das nimmt man durchs Übungsrechnen mit. Wenn man hat in der Prüfung, es ist ein Zeitdruck da. Es muss schnell angewendet werden können. Und wenn ich da schnell eine Formel nachschauen muss, dann brauche ich doch nicht auswendig lernen. Also, ja, das war es jetzt schon hier zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Vielleicht sehen einige Lehrende auch dieses Video und dürfen gerne auch kommentieren, mal. Geben Sie alles frei, also alle Hilfsmittel, oder sagen Sie, nein, bei mir wird noch auswendig gelernt, ich will das hier ganz machen, wie damals in der Schule mit dem Gedicht auswendig lernen. Kommentiert es mal rein. Würde mich interessieren, was ist eure Meinung als Studierende, als Lehrende? Kommentiert es einfach mal rein, soll eine rege Diskussion werden und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut, Tschüss und auf Wiedersehen, Alexander Viktor Renigen.